Schauen wir direkt das erste Video an und zwar, wir fangen an mit Satter Hugo. Yo, YouTube! Bro, okay. Kevin braucht gar nichts zu tun in den ersten Sekunden. Kevin ist der Typ, der auf Twitch extra Intros aufnimmt für seine YouTube-Videos auf Domo. Der braucht gar nicht so überzogen tun. Er ist genau der Mann. Hallo YouTube, heute war ich mal wieder mit meinem Chat unterwegs auf Reddit. Bitte lass dieses Meme nicht vorkommen, dass ich jetzt wieder vor der Tür stehe. Mag schauen. Oh, das war's auch schon wieder mit dem Reddit. Falls euch das Video gefallen hat, YouTube. Was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Extreme-Video. Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrew. Was läuft? Willkommen. Warum ist Marcel immer noch am Dabben? Also zweimal im Monat gefühlt im Durchschnitt dabbt er. Und ich frage mich wirklich, warum? Wir hatten ein wirklich unvergessliches... Bla bla bla. So, Zuschauer, was haben wir? Deine Twitch-Zusammenfassung für 2022. Wir haben gelullt. Wir haben den Chat zugespammt. Wir sind die halbe Nacht wach. Du hast einen unvergleichlichen Hype ausgelöst. Anzahl der zugesehenen Stunden: 3221 Stunden. Bro! Ey, Mann, was ist hier los? Ich habe eine Flashbang in meinem Gesicht. Ich kann es nicht mehr. Ey, was habt ihr mir für eine Cam empfohlen? Bro, was ist das? Ich kann die vor allem nicht umstellen. Ich verstehe nicht warum. Irgendwas triggert die Cam. Ich weiß aber nicht was. Ist es die schwarze Cap? Ist es der Sweater? Irgendwas triggert die extrem. Kanalpunkte 754.018. Und deine Community ist sogar gewachsen. Neue Abonnenten 50.582. Neuere Follower 534.193. Kanalpunkte mehr als 2 Millionen. Chatnachrichten 6 Millionen. Deine Lieblingsstreamer. Bro, Trainwreck. Digga, das ist halt überhaupt nicht witzig. Das ist fucking respektlos, Bro. Das ist übel respektlos. Also, er nimmt's mit Humor, aber Digga. Deine Lieblingsstreamer. Ja, Mann! Anzahl der zugesehenen Stunden 8, Digga. Der Basti-Stream ist der Stream, den ich am längsten gucke. Ich sag euch die richtige Zahl, wie viele Subs ich in dem Jahr gemacht habe, okay? 131.000 Subs gemacht. 183.400 Euro nach Steuern. Trotzdem krass, klar, auf jeden Fall. Das ist viel. Seid ihr bescheuert? Nicht so viel. Geht, dachte mehr. Wieso nur so wenig? Was labert ihr für eine Scheiße? 183. Bro, das ist... Wir sind so verloren, was... Also, wenn das... Also, ich glaube, die haben den vielleicht auch verarscht. Aber, Bruder... Das ist so viel Cash. 183. Ich weiß gar nicht, was für einen Job du ausüben musst, damit du auf 183.000 Euro kommst. Geteilt durch 12. Digga, das ist so viel Kohle. Holy shit. Ja, du machst über 10 im Monat. Das ist ja aber wenig. Dafür steht nicht mehr auf. In einem Jahr nach Steuern? Was geht denn bei euch, Mann? Digga, ihr seid 9. Das ist total viel. Digga, ihr kriegt 7 Euro Taschengeld die Woche. True. Bro, es ist einfach wahr. Es ist ein Netto vor allem 15.000. Max, das ist nichts. Max, das ist gar nichts. Stream ist ja gar nicht mehr lukrativ. Ich habe gedacht, das lohnt sich doch damit noch anzufangen. Das ist ja wirklich... Das ist ja... Warte mal. Max, ich habe gerade das Video von Satter Hugo gesehen. Mit 183.000 Euro an Subs dieses Jahr. Wenn es dir nicht gut geht, ich bin da für dich. Ich habe ein offenes Ohr. Ne? Du kannst jederzeit anrufen. Gute Besserung. Was wollt ihr eigentlich? Ich wollte euch hier nur ein Recap zeigen. Das wären 9,6 Millionen V-Bucks. Digga. Fitz, wieso rechnest du das in V-Bucks um? Bro. Für Fortnite. Ey, wisst ihr noch früher so Eltern, die so Sachen in D-Mark umgerechnet haben? Ja. Die neueste Generation, die Zoomer, die rechnen alles in V-Bucks um. Nicht dein Ernst. Was denn? Ich hab ne goldene Scar. Ja. Geisteskrank. Das ist es, was die Computerspieler in den Bann zieht. World of Warcraft. Weltweit spielen es über 10 Millionen Menschen. Was ist das Beste auf der Welt? Bro, geht Simon eigentlich gut? Jetzt mal no joke. Ich verfolge die Streams nicht, aber geht es Simon gut? Oder ist er schon an dem Punkt, wo man sagt beim Zuschauen, okay, man merkt jetzt die Tage. Weißt du, er ist 3 Wochen live, er hat noch 3 Wochen vor sich so. Man muss einen Unterschied merken, oder? Wenn ich 8 Stunden schon stream, merke ich, okay, wow. Ihm geht's wie immer. Er ist kein Mensch. Simon ist, glaube ich, kein Mensch.
World of Warcraft heißt es. Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr, weil das Problem ist, wir sind gerade in einem neuen Add-on-Anfang und der Grind ist so krank. Ich habe zum Beispiel auch gestern Nacht nicht geschlafen, also ich bin jetzt seit über 35 Stunden wach. Ich habe eben so eine halbe Stunde Powernap gemacht und wir sind gerade so hart am WoW-Grinden. Es gibt Leute, die sind richtig verloren so in World of Warcraft, ne? Ganz kurz. Loru ist verloren, doch bei Eli-Streams, oder nicht? Eli hat kein BOD, keine Clip-Funktion. Also Eli ist Platz 1 in Deutschland und alles, was meiner, also das ist nicht böse gemeint, das würde ich ihm auch so sagen, alles, was einen guten Stream ausmacht, hat er gar nicht im Nachhinein. Wie oft gehe ich mal bei Marcel random vorbei, guck, Top-Clips, 7 Tage, letzte 24 Stunden. Das existiert bei Eli gar nicht. Wie macht Loru das? Lässt er einfach OBS laufen mit einer Bildschirmaufnahme, Eli auf groß und schaut dann mal am Ende von den 8 Stunden dann, also wie schaut er das durch? Ich verstehe es nicht. Will er nicht wegen TikTok-Clips? Dass da Leute richtig krass drin sind. Haben wir den in der Höhle schon? Eine Minute. Oh, eine Minute noch, Paul. Perfekt. Let's go. Bro, das meint er nicht ernst. Aufstehen jetzt, dann. Keiner Bro. Möchte den ganzen Tag zu Hause sitzen und vom Rechner hängen. Keiner möchte seine ganze Welt auf einen Bildschirm beschränken. Doch. Ich. Oh. Und keiner, wirklich keiner, so viele es auch sagen, sind damit wirklich zufrieden. Doch. Wer bist du, dass du denkst, du könntest für mich sprechen? Bro, wer ist sie? Hä? Simon ist Multi-Chat. Simon ist Multi. Hä? Der kann nicht glücklicher sein. Aber Simon hat allein meinen größten Respekt, dass er so ein Grinder ist. Aber World of Warcraft soll eins sein. Das muss ja reinschallern. Das geht ja nicht anders, dass es dich drei Wochen hält. Das muss ja wirklich, du musst ja so, also, hä? Wer bist du? Ungespielt, wirst du jemals wieder offline gehen können? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, der Gamer EtiBBD hat gerade abonniert. Und damit verlängert er den Sabaton. Du dummes Arschloch. Ich schlafe nicht, ich würze, bis die Pfeffermühle kracht. Ich bin ja Call of Duty Partner auch, ne? Und jetzt hat er gefragt, ist das neue Call of Duty Partner gut? Er denkt, das neueste COD, was wir hier spielen, heißt Call of Duty Partner. Oh, ist das los. Ich genieße es. Das ist die PS5. Und wenn ich hier jemanden kill, dann ist Ende. Also Chat, nochmal zur Wiederholung. Für ihn ist das Urlaub, ne? Noah hat erzählt, und es war auch ein Real Talk, also ich meinte es gar nicht irgendwie so witzig oder so. Ihn beruhigt das. Also die Szenen, die wir da sehen, sind bei ihm vielleicht 10%. Zum Glück, Noah, alles Gute, ne? So Fake-Acting. Nee, ich glaube, also wenn das stimmt und ich weiß nicht, aber er sagt, davor war es deutlich schlimmer, was alles so angeht und Twitch hat ihn so ein bisschen beruhigt und holt ihn so ein bisschen auf den Boden und ja, wir haben jetzt einen Clip gesehen, das unterstreicht es 0,0, aber ich glaube ihm das 100%. Der hat doch davor irgendwie, hat mir der Chat erzählt, Scheiben eingeschlagen und so. Kommst du mit auf den Hof, klären wir es heute im Freigang. Montana Black, hier ist er. Bro, dieser Vape. Wie fühlt ihr euch? Und zwar sollt ihr einfach aus eurer Zelle ausbrechen, indem ihr das Schloss knackt. Und wir starten jetzt. Bro, warte mal. Wo hat Loru das jetzt schon wieder? Wir wollten uns bei Marcel daheim einfach nur eine Szene anschauen. Nichts. Ich glaube, Loru hat den Typ ausgepackt, den es auch damals im Kino gab. Stativ, Recorder, während Film lief, mitrecorden. Das muss von einem Camcorder kommen, der den Bildschirm abgefilmt hat. Das geht gar nicht anders. Oder Loru ist ein Hacker. Oder Loru arbeitet bei Joint. Sascha. Deine Zeit startet jetzt. Aufgemacht und es ist eine super Zeit. Oh, was? Eine Minute. Chat. Prison Break. Durchgespielt in der ersten Challenge als Erster. Es ist wirklich noch ein Weltrekord. Es ist noch ein Weltrekord-Chat. 1,60. Ich hab wirklich auch als Erster, Bruder. Oh Gott, der nimmt das ganze Zimmer auseinander. Vergiss das. Eine Minute 18 hat sich. Die erste Intuition, der gehst du nach. Wenn die macht, den Tag, dann ist ja auch. Der will hier gewinnen. Ja, aber hier werden wir ausscheiden. X1111111. Und jetzt sieht er was? XXXX. Gar nichts. Gar nichts. Er hat. Was wollt ihr jetzt damit? Nein, sie hat es abgerissen und hat es nicht gesehen. Oh mein Gott, sie sieht es nicht. Oh
gemeint. Bro, Toni, wirklich. Also, wenn ich ein Gefängnis besitzen würde, würde ich mir bei Toni keine Sorgen machen. Toni ist drin im Knast, ne? Gut, jetzt kannst du schon mal nicht Steuer sein, außer sie ist noch von vorherigen Jahren Steuerflüchtling. Da mache ich mir keine Sorgen. Der klebt immer noch hinten an ihrem Patch dran. Der klebt da einfach. Der hängt. Hast du es gesehen? Bro. Ich hab den die ganze Zeit hier. Da möchte ich auch später im Video mal schauen, ob der so da hang. Also ich muss wirklich sagen, Sascha hat einen vorgelegt. Das war wirklich phänomenal. Ey, das hat mich aber wirklich... Oh. Ich bin mir ein Bein eingeschlagen. Oh mein Gott. Alter. Wie saß ich auch? Oh, ich habe mir so mein Bein und mein Knie angeschlagen. Phänomenal, ja. Du bist phänomenal. Ich habe das Wort noch nie aus deinem Mund gehört. Wir sind ja auch im Knast. Was ist denn hier zu lachen, Alter? Guck auf den Boden. Machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Let me take a selfie. So random. Überleg mal, das heißt, ab in die Werbung, dann siehst du das. Da wünscht man sich, ja, besser geht's doch gar nicht. Das ist die beste Werbung, die je gescheit wurde. Hier ist Cool Savage. Da war noch eine Frage, wie fandest du den Auftritt gestern von Cool Savage? Cool Savage ist ein krasser Rapper und ich fand es übel witzig, wie Jens mitgemacht hat. Es hat mich so... Jens war in dem Moment mehr Cool Savage, als Cool Savage Cool Savage war. Hey, alle, ey, und deine Stimme kaputt. Ey, warte mal, hier ist keiner drin. Doch, hallo? Ja, ey, Lolo, glaubst du, damit hast du jetzt deinen Arsch gerettet? Glaubst du, Join holt sich dadurch jetzt nicht deinen Arsch? Das Video wird jetzt noch online sein. Jetzt ist Samstag, morgen ist Sonntag. Der erste Join-Mitarbeiter, der am Montag da reinmarschiert, der wird dein Video runternehmen lassen, das ist doch klar. Ey, warte mal, hier ist keiner drin. Doch, hallo? Hallo? Moin! Junge, du wärst die Officer Climax, Digga. Maserati! Heute Nacht ist Gangenparty! No way! No! Im nächsten YouTube-Video werde ich so krass Ableitungen erklären. Ich werde die binomische Formel auspacken für den kleinen Pisser. Dicker! Oh, er singt doch nicht wirklich. Maserati! Heute Nacht ist Gangenparty! Bro! Woher kennt er denn? Er schaut niemals meine Videos, Chat. Das ist nicht ein Average Viewer von mir. Niemals. Er ist irgendwie auf das. Ich glaube, er kennt es von einer Trimax Reaction im Stream. Maserati! Was hast du genau gesagt? Das ist ein cooler Song. Ein cooler Song? Den hörst du mit 8? Okay, hallo. Ah! Kennst du Chef Strobel? Nee. Kennst du Rumatra? Nee, die kenn ich nicht. Na, die sind auch echt nicht so cool. Kaisen no Kakuni. Ich kacke nie und stehe auf Ski und sie sagt Hast du mir dann nochmal den Sagen wieder auf die Luke gefallen? Chef Strobel? Ja, genau. Dein letztes Video ist Renja, mein Bald, Kubaru, geklaut von, ja. Genau, Renja, mein ja. Bald, Kubaru, ja. Move geklaut. Weiß Max eigentlich, dass er in dem, also Max ist, während er Streamer ist, auch noch Erzieher. Das, was Max sich da antut in den random Lobbys, ist das, was ein Erzieher tagtäglich im Kindergarten durchmacht. Das weiß er gar nicht, oder? Oha. War ein gutes Video. Aber ey, ich glaube, wir sind noch, die Chat, wir gehören noch zu den Leuten, die es gesehen haben, die es sehen durften. Ab Montag ist das Ding weg, ne?